Drück mal auf den Knopf. Oha, es ist tatsächlich ein Geheimgang. Wohin der wohl führt? Nach unten, schätze ich jetzt mal. Ganz groß. Gut, damit haben wir uns auf jeden Fall schon mal einen Weg nach oben gemacht. Na, willst du mich jetzt verarschen? Geh nach oben. Jetzt gehst du zum Hebel. Jetzt ist da rot. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Einen Kontrolltafel. Da ist das Bike. Ja, guck ich dir mal an. Yep, alles klar. Ja. Nudelrezepte zu lesen ist kein Problem für mich. Das ist kein Nudelrezept! Was, wenn ich auf den Knopf drauf drücke? Da steht, ich habe noch nicht genug Schrott geladen, um die Weichen zu verstellen. Halb so wild. Ohne Goal kann ich hier eh nicht weg. Ja, sonst ja auch nicht. Okay. Damit will er weg. Yep. Nein. Nudelrezept. Ja, blablabla, mecker nicht. Ja, geh mal, guck mal, was ist. Oh, das war losfahren. Okay, gut. Yippie! Oh, schon wieder der Hebel. Komm ich damit dann wieder direkt nach oben? Ja, okay, gut. Ich wollte wissen, ob ich. Genau, geh mal zu dem Schlüsselkasten. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Oh, gut. Kurz und knackig. Einfach mal abgeschlossen. Da steht, ich habe noch nicht genug. Ja, bla bla bla. Was ist so wild? Ohne Bowl kann ich hier eh nicht weg. Ja, also hat sie auch nicht. Gut. Was passiert, wenn ich das anmache? Das ist wahrscheinlich jetzt unnötig, dass ich das probiere, aber ich will wissen, was passiert, wenn ich das anmache. Das Bike ist nicht schwer genug, aber Goal fehlt ja auch noch. Alles klar, bis gleich. Lucy. Ja, voll der Geheimgang. So geheim ist er wirklich nicht. Ach so. Das Bike ist. Ja, warte mal, fahr mal los. Yippie! Ja, jetzt kommt nochmal der Hebel. Schon wieder der Hebel. Was passiert, wenn du in die Richtung losfährst? Dann drehst du um. Okay. Ja, steig mal ab. Jetzt gehst du wieder nach da. So. Jetzt können wir nochmal gucken, hier können wir ja eine Lampe einsetzen. Die war ja vorher, glaube ich, rot, ne? Das ist so unnötig. Okay. Jetzt ist die an. Die Wartungsklappe ist immer noch zu. Da müsste ich den Spiegel hinhaben, damit ich da was sehen kann. Ein Bein reicht. Aber er ist ja jetzt niedriger, das heißt, ich kann in den Schlüssel dran. Mit dem Schlüssel kann ich die Wartungsklappe aufmachen. Nein. Schade. Und wieder bin ich dem Geheimnis des seltsamen Schlüssels. Aber den Schlüsselkasten kann ich aufmachen. Geh mal nach oben wieder durch den wunderbaren Geheimgang. Ja genau. Zack. Damit kann ich das aufmachen. Was haben wir mit das bringt? Erstmal. Ein Achtkantschlüssel. Damit kann ich den Kasten aufmachen, den ich eben damit aufmachen wollte. Also, ne? Hier, diesen hier. Zack. Perfekt. Ja, das ist weiter unten. Jetzt kann ich die Sicherung rausnehmen. Ist da noch was drin? Geh mal weg da. Nein, da ist sonst nichts mehr. Gut, die Sicherung kann ich rein theoretisch direkt zum Kran bringen, oder nicht? Ich meine, hier passiert ja jetzt sowieso erstmal gerade nichts. Ja. Zur Kurve. Zum Kran.
Sicherung. Zack. Es funktioniert. Haha. Es funktioniert wirklich. Jetzt nur noch Goal in das Mindbike hieven und wham. Wo ist das Mindbike? Mist. Ich wusste, ich hab was vergessen. Ja gut, an das Mindbike hast du jetzt auch nicht gedacht. Okay. Aber ich meine, damit die Sicherung schon mal einsetzen können, das ist schon mal gut. So, jetzt brauche ich das Minecart da. Wenn ich mit dem Ding fahre, kann ich dann an den Hebel drankommen? Yippie, kann ich da klicken? Schon wieder der Hebel. Okay. Ja, ist ja gut. Ich wollte nur wissen, ob ich an den Hebel drankomme. Steig mal ab. Steigen. Gut. Da ich an den Hebel nicht drankomme, da immer noch keinen Hebel für habe. Obwohl, geht das hier vielleicht? Moment mal. Mist, ich brauche... Okay, gut, wenn das nicht passt, passt es nicht. Dann gehen wir wieder nach hier. So, wenn ich jetzt den Spiegel benutze, der ist immer noch dreckig, das heißt, das bringt mir auch nichts. Warte mal, kann ich den aufmachen? Wofür habe ich eigentlich an den Motoren gebastelt? Ich will mit dem reden. Hallo! Zumindest einmal kurz. Was? Oh, hallo! Ich habe noch mehr interessante Herausforderungen. Immer her damit. Nicht was sehr selbst DIY. Blablabla. Bla, bla. Okay, gut, dann muss ich wieder muss weg. Das Skelett, an dem kann ich jetzt nichts mehr machen, weil den Schlüssel habe ich... Ein Bein reicht mir. Ja, ein Bein reicht ja schon klar, gut. Da kann ich nicht rein, weil der Spiegel noch dreckig ist und ich den auch nirgendwo anbringen Junge, kann. Junge, ist das dunkel. Zum Glück beherrsche ich die hohe... Ich muss nur hören... Ja, blablabla. Bla, bla. Ja, okay, das geht nicht. Gut, okay, ich hab's verstanden. Die dunkel... Blöd, dass der Scheinwerfer nicht um die Ecke leuchtet. Kann ja, du hast doch den Spiegel, aber der ist dreckig. Das heißt, es bringt dir nichts. Na, wer ist der Schönste? Ja, du nicht. Das bringt nichts, weil der Spiegel dreckig ist. Und wenn ich den sauber machen möchte, brauche ich... So bringt das irgend... Brauche ich erst irgendwas, um den Spiegel sauber zu machen. Damit könnte ich... Kann ich ihm den Schnaps setzen? Nee, da muss ich den erst abwischen, weil... Er mag ja nicht, dass... Das so ist. Dafür brauche ich irgendwas zum... Wisch sofort den... Ja, bla bla bla. Spot auf unseren Freund, den Gleisarbeiter. Spot auf. Das heißt, hier kann ich im Moment nichts machen. Ich würde fast sagen, ich muss da oben irgendwas machen. Weitermachen. Kann ich hier nochmal irgendwas machen? Ich habe einen Stromumkehrer verloren und drei gefunden. Ich sollte mir die Bilanz nicht ruinieren. Das stimmt. Das solltest du nicht tun. Ja, dann gucken wir nochmal weiter oben hier. Was haben wir denn hier oben noch? Warte mal. Warte mal. Alle Signale stehen auf Stopp, als könnte mich das aufhalten. Ja, im Moment stehen sie auf Stopp, das ist richtig. So, was haben wir denn hier noch zu machen? Das ist der Schlüsselkasten. Machen wir mal wieder zu. Ohne mein Bike passiert da nichts. Genau. Das ist richtig, da soll auch nichts passieren. Was passiert, wenn ich mit dem... Gehen wir dahin nochmal. Autsch, heiß! Okay, nee, das kann ich nicht. Ja, das habe ich auch schon gedacht, Wattli, aber ich meine, das funktioniert nicht. Nicht fallen lassen, okay? Als ob der den jetzt auf einmal festhalten kann. Er ist komplett verdreckt. Ich kann aber... Wo ist Toni, wenn man sie... Wo ist Toni, wenn man sie braucht? Das ist auch ein gemeiner Kerl, eher. Aber es bringt mir nichts, weil der Spiegel halt dreckig ist. Ein Bein reicht mir. Also mir war klar, dass der da hin muss. Aber jetzt ist halt, warte mal. Wenn der da hin muss, der jetzt unten ist, weil das Signal auf Stopp ist. Ich bin noch nicht so ganz wieder in dem um die Ecke denken dran. Warte mal, ist es jetzt wieder oben, oder?
Jetzt ist es wieder oben. Das heißt, ich kann jetzt das rausnehmen. Wenn ich jetzt das Rote reinmache, ist das dann an? Gesundheit. Ich muss, glaube ich, schon das Gelbe da. Ich muss, glaube ich, schon das da reinmachen. Aber jetzt ist es wieder aus. Das heißt, es bringt mir auch wieder nichts. Ich muss es hinbekommen, dass das Licht an ist und er oben ist. Warte mal, ich will aber trotzdem mal probieren. Ich möchte es einfach ausprobieren. Was passiert, wenn ich die rote Lampe da reinstöpsele? Ja, jetzt gehst du wieder hier hoch. Und jetzt drückst du den Hebel. So. Jetzt haben wir eine rote Signallampe an. Okay. Bringt, ich schätze mal, nix. Nein, nicht absteigen. Fahr mal nach da, ja. Ich finde diese Konstruktion, dieses Schienennetz ist, by the way, ziemlich beeindruckend. Ja gut, okay, der Hebel ist da. Ja gut, ich hab's verstanden. Pack mal das Ding oben, bitte. Gut. Da komme ich nicht dran bis jetzt. Da muss ich wahrscheinlich dann hin, wenn ich sie habe, damit ich die Weichen stellen kann, dass wir hier weg können. Willkommen zurück, Lucy. Viel hast du nicht verpasst. Weil ich wahrscheinlich wieder irgendwas total Offensichtliches übersehe. Wie es auch sonst anders nicht hätte sein können, ne? Wofür brauche ich denn die anderen zwei Dinger? Kann ich damit im Nirgendwo. Mal gucken, was passiert, wenn ich an dieser Schraube. Wir drehen mal dran, komm. Was? Schade. Jetzt, das will ich jetzt auch noch mal mit dem anderen machen. Mal gucken, was passiert, wenn ich an dieser Schraube dort drehe. Schade. Einfach mal rückwärts sprechen. Das ist doch. Das finde ich hat was. Das finde ich ist eine nette Kleinigkeit. So, warte mal, was konnte ich denn hier jetzt nochmal machen? Ich habe jetzt. Wofür habe ich denn das Bein da hingepackt? Also, das ist das, was mich im Moment am meisten verwirrt, muss ich gestehen. Ich könnte sie mit dem Kran holen, brauche aber das Minecart hier. Sonst kann ich hier nichts machen. Ich finde es komisch, dass ich mit dem Sitz nichts machen kann. Ich hätte sonst gesagt, ich mache irgendwas mit dem Sitz, aber da. Ja, funny. Da komme ich nicht weiter. Ich brauche den Hebel, den er erwähnt. Das heißt, ich kann. Die Lampe hier ist jetzt im Moment auf das Rote, weil ich habe das mal ausgetauscht, weil ich wissen wollte, was mir das bringt. Wenn ich dann ein rotes Licht nehme. Das bringt mir aber eigentlich gar nichts. Der Spiegel ist zu dreckig. Ich brauche ein Tuch. Oder irgendwas, womit ich das sauber machen kann. Hallo. Was? Oh, hallo. Ich habe noch mehr interessante. Ja, ich habe noch mehr. Ja, ich habe noch mehr, genau. Meine Freundin ist zu schwer. So. Na, da habe ich genau den richtigen Rat für dich. Wirklich? Ja, lass die Finger von solchen Frauen. Okay, jetzt ist da beleidigt er nur. Okay, gut. Nichts, was. Sehr gut. Selbst die Ei. Bla bla bla. Das. Nee, also der Typ bringt mich nicht weiter. Mach es gut. Und nie ohne Schutzbrille. Ja, nie ohne Schutzbrille, schon klar. Was passiert denn, wenn ich jetzt. Wenn ich das Ding jetzt hochmache, geht das Licht wieder aus. Das heißt, das bringt mir auch nichts. Aber der Spiegel reflektiert das doch nicht, oder bin ich jetzt so, oh Gott.
Ich glaube nicht, dass der Spiegel das reflektiert, wenn... wenn der Spiegel oben ist. Aber man kann es ja mal probieren, weil der Spiegel ist ja, glaube ich, zu dreckig, damit ich das Licht da reinlenke. Sonst würde mir das ja wahrscheinlich auch angezeigt werden. Da war ja auch am Anfang die rote Lampe drin, das heißt, ich hau hier auf jeden Fall die auf jeden Fall da rein, ist egal. So. Wo könnte denn jetzt noch was sein? Was könnte ich denn noch mit diesen Dingern hier machen? Ein binausaler Stromumkehrer und ein dorsaler Stromumkehrer. Wo könnte ich Stromumkehrer benutzen? Gesundheit. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass ich Gesundheit sagen muss. Könnte ich das Ding benutzen? Nee, beim Kran bringt mir das alles nichts. Was ist hier? Ich habe mich hier noch nicht gut umgeguckt. Kann mich jemand... Wie kann man so... Lass den Spiegel runter, wir machen ihn sauber. Ich habe einen Lappen gefunden. Oh Gott. Mach den Spiegel sauber. Dieser trockene Lappen verteilt den Dreck nur. Er muss kaputt sein. Was? Dieser Tropf, er muss... Achso, okay, er ist kaputt. Das heißt, der Lappen ist kaputt, schon klar. Dann geh mal, dann mach mal den Schnaps von dem Typ, sie sauber. Sauber. Jetzt habe ich einen Lappen mit einem Alkohol. Damit kann ich den Spiegel sauber machen. Oh, mein Gott, ey. Ja, ich hab dich endlich... Was, ich hab dich gefunden? Nein, alles gut. So. Kann ich jetzt was von dem Schnaps trinken nochmal? Ich brauch das. Und was wird das jetzt? Ich will was trinken. Ich kann mir keine entstellen, denn... in oh Mann, nur. Ich dachte, leisten. Jetzt habe ich doch, aber ich hab's also komplett weggemacht. So, wenn ich den Spiegel jetzt hochfahre... Am Moment, dann ist aber das Licht aus, richtig? So, ich brauche den Spiegel oben, wenn das Licht an ist. Nur um meine... Ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich... Ich weiß, dass es wahrscheinlich unnötig ist, dass ich das mache, aber ich möchte es trotzdem einfach ausprobieren, auch wenn es Blödsinn ist. Weil der Spiegel ist ja jetzt weit unten. Ja, gut. Perfekt. Es ist immer noch blöd. Ja, ich weiß, dass es zu dunkel ist. So, das heißt, ich muss das Ding nach oben machen. Ein Bein reicht mir. Ja, ein Bein reicht dir. Das war jetzt auch nicht extra. Das heißt, ich muss den Spiegel anmachen und ich muss damit das Ding oben bleibt. Das heißt, ich kann hier doch so einen komischen Umkehrgedingsgedöns bestimmt benutzen, oder? Damit das an ist, wenn das aus ist und andersrum. Ran damit. Passt nicht. Ich muss dafür an den Sicherungskasten. Ist das dieser hier? Mal gucken. Wenn ich den Stromumkehrer hier ansetze, ja, mach doch mal bitte. Verhält sich das Signal genau umgekehrt zur Signallampe. Exzellent. Dass ich diesen Lappen übersehen habe, ne? Aber mir sowas dann ein... Aber dass ich sowas dann hinbekomme, das ist doch auch irgendwie nicht ganz richtig, oder? Hey, Kathi. So, die einfachen Sachen, die schaffe ich nicht... Die kriege ich nicht hin. Das grelle Licht stabilisiert die Schallwellen. Ich kann im Dunkeln sehen. Autsch. Das ist doch... Also tut mir leid. Das ist doch... Das diese ganz einfachen Sachen, die super offensichtlich sind, komplett übersehe. Das ist doch irgendwie falsch, oder? Ja, gut. Einfach mal den Hebel abnehmen. Kann man ja mal machen. Also den Hebel brauche ich jetzt aber hier. Kathi, alles gut bei dir. Schön, dass du da bist. Ohne mein Bike.
Ja, das mein Bike ist gerade oben, okay. Zack. Zack. Da setze ich rein. Abfahren. Zack. So. Absteigen. Absteigen. Hebel ziehen. Reingehen. Ja, steig ein. Los. Und. Nein, nicht absteigen. Boah. Und Abfahrt. Auf in den Kran. Ach, mich ärgert niemand. Das Spiel ärgert mich, weil ich einfach den ganzen Kram nicht sehe. Alles prima. Mich ärgert eigentlich niemand. Warum sollte man mich auch ärgern? Das wird ein Kinderspiel. Das Spiel ärgert mich. Ich schaffe die einfachen Sachen alle nicht. So ein bisschen Jahrmarkt-Style, oder? Oh, die Arme! Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese Minengase. Wie hält Doc das nur aus? Am besten frage ich ihn mal. Als ob du das jetzt nicht kannst, weil du... Das wird ein Kinderspiel. Nein, du schaffst das jetzt. Du kannst mir nicht erzählen, dass... Oh, er ist zu dämlich. Ja, ist gut, mach's nicht nochmal, bitte. Das sind bestimmt diese... Wie hält doch... Mach's einfach nicht nochmal. Man soll keine Sachen auf die... Wenn man vorhat zu retten. Ich krieg die Krise.